im Gelände der Polytechnischen Universität in Valencia. Und hier stehen die verschiedenen Ninots aufgebaut. Wir gehen hier mal rein. Verschiedene Figuren von einem guten Freund, von einem großen Künstler, dem Paco aus Valencia. Und bei ihm hatte ich die Möglichkeit, eine Figur, ein Fires, selbst zu erstellen. Und natürlich habe ich dabei ein bisschen an Berlin erinnert, an große Köpfe, wichtige Leute. Wir sehen zum Beispiel Alexander von Humboldt, der große Entdecker, der lange Zeit in Spanien zugebracht hat. Und Spanien war sein Ausgangspunkt für seine großen Weltreisen. Dazu kommt Claire Waldorf, bekannte Berliner Sängerin. Dazu kommt Albert Einstein, der natürlich in Berlin seinen Nobelpreis bekam. Der große Pablo Picasso darf nicht fehlen. Und natürlich haben wir hier in seiner Glanzrolle Charlie Chaplin, der große Diktator. Und Charlie Chaplin verbrachte ja seine Kindheit auch in Berlin. Und deswegen habe ich mir der ganzen Sache ein bisschen Berlin gewidmet. Habe hier unten noch eingebaut ein Berliner Original, den Eckensteher nannte. Und gleich daneben den Leierkastenmann, den kennen ja viele Berliner. Ist ja ganz historisch, der Hinterhof Musiker. Und hier haben wir die Figur. Und die heißt natürlich dann in drei Sprachen Relatio, Valencianisch, Relativ auf Deutsch. Relativo auf Spanisch. Und da ist natürlich die bekannte Formel von Einstein zu sehen, E gleich mc ins Quadrat. Und ich denke mal, diese Figurengruppe, diese Fallas, ist mir für diese kurze Zeit, ich hatte 3 Tage Zeit, ganz gut gelungen. Die Idee 2 Tage, die Umsetzung 3 Tage. Und da kann ich ganz glücklich sein, hier dabei zu sein. Diese Feier hat so wie einen 25. Geburtstag und dann die Feier ist so wie alle machen bereit, weil alle haben so wie die 25. gemacht und das ist so wie, das ist die Zukunft und da war der Präteritum. Jetzt sind wir in die Zukunft und ja, das ist es. Dann hat unser Freund Wolfgang gemacht und das ist von alle Berliner, so wie Einstein, Charlie Chaplin, Picasso und viele. Victor habe ich natürlich zu verdanken, dass ich diese wunderbare Feiers anfertigen durfte. Also Victor, dir und deinen lieben Eltern. Ich möchte hier an dieser Stelle auf dem Gelände der Uni recht herzlich Dankeschön sagen. Und morgen wird alles abverbrannt, oder wann? Am 19. In 2 Tagen. Ja. Ist sehr traurig. Nein. Für uns. Aber wir haben alles in das Herz eingeschlossen. Ja. Ja? Und wir freuen uns, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ich freue mich jedenfalls wahnsinnig. Dankeschön.